Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist jetzt bei mir Mai. Und zwar heute ist Muttertag. Also gute zum Muttertag, Mutti. Morgen. Zurückgezogen. Ich nehm's zurück, Mami. Kann ich's zurücknehmen, dir einpacken und morgen packst du es dir selbst wieder aus? Das ist schon ganz kompliziert, aber wir wahrscheinlich ja. Cool. Na, dann muss ich morgen halt nicht mehr dran denken, deswegen. Ja. Besuchen wir Opa und Oma. Letztes Jahr ging es ja nicht, da mussten wir Kmostern feiern. Oh Gott, Kmostern. Geburtstag, Muttertag und Ostern. Kmostern. War ein tolles Fest, hat Spaß gemacht. Ja, aber darum sollte ja jetzt gar nicht gehen, sondern eigentlich wollte ich euch was anderes erzählen, witzige Geschichte, wie man sich so, ja, verplaudern kann. Naja, warum eigentlich nicht? Erzähle ich euch ein bisschen was vom Muttertag bei uns so zu Hause, bei uns, also hier im Haushalt. Also bei mir ist es so, dass ich mich, seitdem ich zurückerinnern kann, haben wir immer Muttertag gefeiert, weil früher war es ja so, dass mein Opa und meine Oma noch hier gewohnt haben. Oh, immer ich mit meinen Zwangsneurosen. Das nervt manchmal. Ja, auf jeden Fall, früher war es so, dass Opa und Oma hier gewohnt haben. Also die haben ein Stockwerk unter uns gewohnt. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich eigentlich immer, also Opa und Oma haben, also um es ganz genau aufzunehmen, also wir haben ganz oben gewohnt. Dann waren da Opa und Oma und dann war auf der untersten Etage meine Uroma, die dann sozusagen da halt auch gewohnt hat, eine Weile, und dann ist sie eben irgendwann gestorben. Ist dann eigentlich nach Omas Tod gleich unten vom Meterturm oder nicht? Ziemlich bald. Ja, dann ziemlich bald wurde dann die unterste Wohnung vermietet und ja. Auf jeden Fall war es dann so für mich, dass ich es immer so hatte, dass ich... dass wir am Muttertag immer zu meinem Opa und meiner Oma in die Mitte nach unten gegangen sind. Da haben wir zusammen gefrühstückt und haben einfach den Tag zusammen verbracht, weil so Muttertag so für uns ein besonderer Tag war. Witzigerweise, und das ist jetzt wirklich sowas, wo meine Mama und ich auch lange immer gezerfelt haben, hat meine Mama mir mal gesagt, wir feiern Muttertag so stark, weil es ein wichtiger Tag ist und der Vatertag ist nicht so wichtig. Und ich habe dann, als ich so 14, 15 war oder so, habe ich meine Mama mal gefragt, warum feiern wir eigentlich Muttertag, wenn es eigentlich nur von der Industrie ein hergestellter Feiertag ist, damit man Blumen verkaufen kann. So wie der Valentinstag. Oder 1. Mai. Es gibt so Festtage, die existieren eigentlich echt nur, damit man irgendwelche Sachen verkaufen kann. Und ja, aber... Dann, als ich etwas älter geworden bin, ist mir klar geworden, Mütter tun so viel für einen, da ist egal, ob es jetzt von der Industrie kommt oder von der Religion, man sollte die Mütter manchmal feiern. Ist einfach so. Ja, und auf jeden Fall... Der Vatertag ist gleich wichtig, das habe ich nie gesagt. Die Väter gehen dann an den Tag wandern und saufen, traditionell. Ja, es ist... Andere Tradition. Kann sein. Ja, aber auf jeden Fall, bei uns im Haushalt wurde Vatertag irgendwie nie bewusst... Also ich habe nie bewusst Vatertag gefeiert. Also ich könnte mich nicht erinnern. Damals war dein Vater auch nicht so wichtig. Ich habe immer mit meinem Vater Vatertag gefeiert. Das ist jetzt so uncharmant, das so zu sagen, aber leider ist es echt wahr. Ja, das erzähle ich euch in einem anderen Video. Also, da können wir auch mal drüber plaudern, gerne. Ist nichts, wofür ich mich schäme. Oder schäme ich mich dafür? Kommt da so ein Scham? Nein, kommt da jetzt so, ich überlege es gerade, ob ich mich dafür schäme. Also, ich sollte mich dafür schämen, aber tue ich irgendwie nicht. Ja.
Naja, auf jeden Fall, ich habe eigentlich immer eine gute Erinnerung an Muttertag. Früher war es so, dass mein Papa, bevor ihn das Rheuma erwischt hat, das klingt irgendwie so wie so der weiße Hai, der ihn erwischt hat, eines Tages ging er baden und dann wurde er von Rheuma gefressen. Nein, Scherz. Entschuldigt, das ist eine schlimme Krankheit, muss man ernst nehmen, aber wenn ich das so formuliere, klingt es einfach dämlich. Ja, auf jeden Fall war es so, dass bevor mein Vater vom Rheuma so schwer erwischt wurde, war es oft so, dass mein Papa am Muttertag noch einen Blumenstrauß kaufen gegangen ist für meine Mom. Und ja, oder eine Blume oder irgendwas Für dich. für mich, damit ich für Mom wiederum ein Geschenk habe. So meine Lebensphilosophie, ich hänge mich immer bei Geschenken an. Egal wo, egal wann, ich hänge mich an. Und wenn ich mich nicht anhängen kann, gibt es einfach kein Geschenk. Ja, auf jeden Fall. Dann einmal. Stimmt nicht. Stimmt nicht, dass wir es nie gefeiert haben, weil mein Vater, als ich im Kindergarten war, oh, jetzt gehen wir ganz tief in die Untiefen der Elenas Lebensgeschichte. Da gab es mal dieses, da haben wir doch mal unsere Silhouetten gemalt. Und da habe ich mal, das war zum Vatertag für die Väter, die haben wir dann unseren Vätern geschenkt. Und mein Vater hat seine Silhouette bis heute neben Bett hängen. Also ich beobachte meinen Vater silhouettenmäßig, während er schläft. Ist ein bisschen gruselig, aber ja, daran erinnere ich mich jetzt noch. Und meiner Mom habe ich mal tatsächlich eine Garderobe gebastelt. Da war ich aber schon älter. Und handwerklich ungefähr so geschickt wie ein Stein. Also ist nichts, womit man irgendwie prahlen gehen kann. Ist das schön? Ja, das ist schön. Aber da muss man Mutter sein, um es schön finden zu können. Kennt ihr dieses Phänomen? Eltern sind da irgendwie. Also ich liebe meine Eltern und ich respektiere beide sehr. Aber es gibt so Sachen, wo ich mir echt auch nur denke, da muss man Eltern sein, damit man es toll finden kann. Gelingt bis heute. Ja, und sie hängt gut. Mein Papa und ich, wir haben damals, das war so ein tolles Bauprojekt, mein Papa hat allgemein echt viel Blödsinn mit mir gemacht und auch tolle Sachen. Wisst ihr was? Das erzähle ich euch gleich. Also gut, das war's für dieses Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr so zum Muttertag steht. Ich merke, dass ich da irgendwie, dass es bei uns ein ganz komisches Ding ist. Also seitdem Opa und Oma nicht mehr hier wohnen, ist es nicht mehr dasselbe. Es ist so, also, und natürlich, wenn sich das Alter verändert. Weil irgendwie. Wir sind los zur Oma, gib mir schnell mit. Weißt du, kennst du dieses im Hintergrund? Ich wollte gerade noch was Was sagen. sagst du? Ja. Ab wann hat sich das verändert? Ja, es verändert sich, weil sich die Wichtigkeit verändert. Als Kind ist es so ein Feiertag, wo einen die Eltern mitnehmen, wo man sozusagen. Wo normal ist, wo es einfach die Eltern organisieren, man hat da nichts zu bedenken und gar nichts. So ist es bei mir zumindest gewesen. Und vor allem damals hatte ich auch noch einen relativ normalen Schlafrhythmus. Und ja. Und dann irgendwann, wenn du älter wirst und sich dein Schlafrhythmus wie bei mir so verdreht, dass jetzt Mittag ist. Also bei uns ist jetzt gerade düster ohne Ende, aber ich sage jetzt, es ist Mittagszeit. Gut für ein Mittagessen, heute gibt es Cornflakes zum Mittag. Ja, dann ist es so, dass einem diese Wichtigkeit des Festtags abhanden kommt, weil man Gesundheit, Schnuppi. Ja, du hast mir auch noch nie was zum Muttertag geschenkt, Leo. Also da muss ich nicht so schockiert gucken. Ja, einem geht diese Wichtigkeit geht einem dann sozusagen abhanden aufgrund dessen, weil ja. Ich will jetzt nicht narzisstisch klingen, aber weil einem dann der eigene Schlaf und die Zeit, die man für sich hat, wichtiger ist als diese Traditionen, die sozusagen gar keinen wirklichen Hintergrund haben. Weil ich meine, ja, es ist kulturell so, dass wir Muttertag feiern, ist klar. Und es ist auch ein wichtiger Feiertag und wir sollten unsere Mütter wirklich feiern, aber wir sollten sie nicht an einem Tag feiern, genau wie der Weltfrauentag oder der Weltkindertag. Es ist so eher so, dass wir unseren Eltern jeden Tag den gewissen Respekt entgegenbringen sollten. Und
Deswegen finde ich das so ein Blödsinn, einfach zu sagen, bloß weil jetzt Ta Muttertag ist, muss ich jetzt meiner Mutter was schenken und zu so tun, als ob egal was gerade bei mir los ist, sie jetzt gerade der Mittelpunkt der Welt ist. Ist sie nicht. Weil sie ist nicht an diesem Tag, sondern sie ist es jeden Tag. Und das ist einfach Fakt. Meine Mom ist für mich immer das Wichtigste, was es gibt, weil sie für mich so viel tut und sie für mich so eine immense Rolle in meiner Welt spielt. Sie ist zum einen mein Spiegelneuron, mein externes. Sie sorgt dafür, dass meine Welt funktioniert und dass meine Welt so wie sie ist, ja, dass sie läuft. Sie ist das wichtigste Zahnrad mitunter in meinem Betriebssystem. Und ich verstehe dann einfach nicht, warum ich dann sagen soll, ich gehe jetzt nur, weil es ein Tag ist, feiere ich meine Mutter hoch, hip, hip, hurra. Und die meisten, also ganz viele, die feiern ja dann Muttertag und schenken ihren Eltern irgendwelche, oder Vatertag und schenken ihren Eltern was und am nächsten Tag behandeln sie sie wie die letzten Trollos. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde es wichtiger, dass wir jeden Tag unsere Eltern irgendwie so, wie sie sind, schätzen. Und das für unseren Eltern anbieten. Willst du den Rest von meinen Cornflakes? Ja, und es sind diese kleinen Gesten. Man sagt, zum Beispiel einfach mal zusammen zum Abend zu essen, was nicht am selben Tisch vielleicht möglich ist, aber einfach mal vom selben Essen zu essen. Nicht das gleiche, sondern dasselbe. Also ich meine, wir teilen den Teller. Oder einfach miteinander zu reden und sich auszutauschen. Und ja, ich glaube, das sind die Sachen, die wichtig sind. Ey, du machst mich voll nervös, wenn du da pennen sitzt. Das ist so. Ja, also dann lauf doch einfach durch. Jetzt ist. Na gut, also ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.